Herr Maierhofer, darf ich Sie kurz unterbrechen? Ja, noch. Ich habe gehört, dass Sie am Sonntag den Wiener Marathon laufen. Können Sie mir bitte sagen, was hat Sie bewegt, dass Sie sich entschieden haben, dieses Jahr den Marathon unter dem Motto Free Iran zu laufen? Ja, eine Freundin von mir ist Mitglied von Neda Iran, eine Gruppe von Menschenrechtsaktivisten, die für Freiheit und Demokratie im Iran kämpfen. Und diese Freundin berichtet mir seit vielen Monaten über die Geschehnisse im Iran. Und ich dachte mir, Demokratie für uns in Österreich ist selbstverständlich. Im Iran muss aber dafür hart gekämpft werden. Und das hat bisher vielen Menschen das Leben gekostet. Demokratie ist im Iran ein Fremdwort. Haben Sie eine Botschaft für die Menschen im Iran? Ja, euer Weg ist wie ein Marathonlauf. Die Strecke mag zwar lang und schwer zu schaffen sein, aber der beste Teil vom Marathon ist kurz vor dem Ziel. Du siehst das Ziel vor Augen und weißt, dass du es schaffen kannst. Denk immer daran, andere haben es auch geschafft. Du kannst es auch schaffen. Never give up the fight for your rights. پیام دونده اتریشی به ملت ایران. راه شما همانند دو ماراتون می باشد. این مسیر ممکن است به نظر طولانی و دشوار جلوه کند. ولی این را به خاطر داشته باشید که بهترین قسمت ماراتون زمان نزدیک شدن به هدف است. چرا که شما هدف را جلوی چشمان خود می بینید و رسیدن به آن را میسر و با تمام وجود لمس می کنید. فراموش نکنید کسانی قبل از شما این راه را پیمودند و به هدف رسیدند. پس شما هم می توانید. بی امید بی روسی ما همه با هم هستیم.